Moin, moin, liebe Fahrradfreunde und Bike-Enthusiasten. Vielleicht geht es euch wie mir. Vor einigen Wochen stand ich vor der Entscheidung, ein Fahrrad zu kaufen. Und es gibt heute einen sehr großen, fast unübersichtlichen Markt von Fahrrädern. Es gibt also E-Bikes inzwischen, was ich nicht wollte. Ich möchte ja selber treten. Ich bin 47 und als Geschäftsführer einer Pharma-Maschinenfirma sitze ich auf dem Flieger, ich sitze auf den Büros und den Meetings. Und ja, die Bewegung kommt zu kurz. Dazu kommt ein langjähriges Rückenleiden, wodurch ich also auch ein Fahrrad brauche, was eine gewisse Dämpfung hat. Ich habe bisher immer Mountainbikes gefahren als Fullies. Problem dabei war, die haben eben keine Bleche und bei uns hier an der schönen Ostseeküste. Ja, regnet das ab und zu mal und im Regen dann ohne Bleche zu fahren, ist eben kein großer Spaß. Also musste ein Fahrrad her, was also auch Bleche hat, mit dem man eben auch bei Wind und Wetter fahren kann. Bei meiner Recherche bin ich auf die Firma Möwe Bikes gestoßen und was mich da fasziniert hat, ich bin also Ingenieur, war der Sightline-Antrieb. Könnt ihr mal googeln, gibt es bei YouTube Videos drüber. Das ist also ein spezielles Kurbelgehäuse am Tretlager mit einer patentierten Mechanik, die ein Drittel gesteigertes Drehmoment liefert beim Treten. Das soll nach dem Test, den ich gelesen habe, gut sein für Steigung oder beim Anfahren. Und ja, ich fand das super, die Idee, und ich mag, auch wenn da also mal Innovation drin ist, nicht immer das Gleiche, es ist etwas Besonderes. Als Hanseat, bin geborener Hamburger, liebe ich natürlich auch das Understatement. Es muss nicht wahnsinnig auffallen, aber es soll was Tolles sein. Und ja, so bin ich also gelandet. Wir sehen das hier auf der linken Seite beim Firma Möwe Bikes und dem Franklin Pro Roloff. Das Roloff steht für einen Speed Hub, für eine Nabenschaltung. Bisher habe ich Kettenschaltung gehabt. Was mich da mal genervt hat, ist die Verschmutzung der Kettenräder hinten, die dann immer aufwendig gereinigt werden müssen. Das hat man bei der Nabenschaltung natürlich nicht. Da gibt es also hinten ja nur ein Kettenritzel und vorne eins. Und das lässt sich also viel besser dann sauber und ordentlich halten. Ja, die Firma Möwe hat halt diesen Sightline-Antrieb entwickelt und verbaut ihn jetzt in Fahrrädern. Und ja, ich habe mich also in dieses Fahrrad verliebt. Ich habe es mir bestellt mit dieser Franklin Weiss Lackierung und wollte ihn einfach mal an den Bildern und meinen Eindrücken teilhaben lassen. Geliefert wird es in einem Karton und zwar fertig montiert. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe also vorher, ich kaufe meistens online und die Fahrräder dann in Kartons bekommen. Dann musste man da einiges zusammenbauen. Gut, kann Spaß machen, muss nicht. Ich habe mich darüber gefreut, dass es also wirklich vormontiert kam. Das kann man jetzt hier mal sehen. Das ist also jetzt nach dem Öffnen des Kartons. Da sieht man also hier jetzt auch so ein Styropor-Schutz, dass das nicht zusammengedrückt wird im Karton. Ich habe mir ein paar Sonderteile anbauen lassen an das Fahrrad von Möwe. Das hat also Möwe auch problemlos gemacht. Und zwar einmal diese RockShox gefederten Gabel. Die brauche ich wegen meiner Rückenproblematik. Dann einen erhöhten Vorbau hier vorne, weil ich ein Nackenimplantat habe. Ja gut, ich bin 47, da ist man auch nicht mehr ganz fabrikfrisch. Ich kann also jedenfalls nicht in sehr gebeugten Stellung Fahrrad fahren und insofern brauche ich das. Das hat man mir auch montiert und ich habe also hier dann auch diese Ergo-Griffe mir geholt, damit man auf langen Strecken auch keine Probleme mit tauben Handgelenken hat. Und dazu noch einen speziellen Sattel, auch so ein Ergo-Sattel, der hat mir aber nachher doch nicht gefallen, obwohl es meine eigene Wahl war und ich habe dann auf ISM umgebaut. Sehen wir später nochmal. Ja, hier dann ohne das Styropor. Jetzt mal komplett ausgepackt. Das hat auch einen Fahrradständer, was ich ganz toll finde. Die Mountainbikes muss man halt immer irgendwo anlehnen, was auch manchmal etwas nervig war. Ja, hier sieht man den Sightline-Antrieb von dieser Seite. Man sieht, das ist eine relativ komplexe Kurbelgeschichte, also ganz, ganz interessante Sache. Hier sind hydraulische Bremsen dran, die einen unglaublichen Grip haben und trotzdem hervorragend dosierbar sind. Und hier sieht man auch nochmal diese Handgriffe, die ich mir dazu bestellt habe. Toller Kundenservice übrigens bei Möwe, das haben die also problemlos einfach akzeptiert und auch mir angebaut.
so wie ich es gerne haben wollte. Ja, hier die Schutzbleche, ich finde es optisch sehr schön, ich liebe Kontraste, also dieses Weiß mit dem Schwarz. Ist auch ein straßentaugliches Fahrrad, abgesehen von den Pedalen, die habe ich mir auch dazu bestellt. Aber es hat also eine Lichtanlage komplett, es hat ein Nabendynamo drin. Man kann da also auch prima dann in der Dunkelheit fahren, ohne von den Ordnungshütern behelligt zu werden. So, hier nochmal von vorne, hier sieht man nochmal die RockShox Paragon Gold, sehen toll aus, funktionieren auch ganz hervorragend. Hier die Scheibenbremsen und nochmal dieser tolle Sci-Fly-Antrieb, den sehen wir jetzt hier auch nochmal von der Seite. Das ist also sehr viel mehr als nur dieses ovale Kettenrad, es ist also wirklich eine aufwendige Mechanik dahinter, patentiert von Möwe Bikes, und ich erzähle euch gleich mal, wie das Fahrgefühl damit ist. Nochmal eine Nahaufnahme. So, das war meine erste Tour. Ich habe das Fahrrad am letzten Freitag bekommen. Heute ist Dienstag und ja, ich bin also am Sonntag dann auf die erste Tour gegangen. Ich habe mich übernommen. Ich kann mal sagen, man setzt sich aufs Fahrrad drauf und man möchte nicht wieder runtersteigen. Bei uns in der Ostsee gibt es wunderbare Touren. Ich bin also von Hafkrug bis zum Prival gefahren. Das ist also hinter Travemünde noch, das ist ein Naturschutzgebiet, herrliche Fahrradstrecken, geht über die Steilküste, geht also auch mal hoch und runter, wenn auch nicht so wie in den Alpen. Vorweggenommen, der Sci-Fly-Antrieb, was ich also schon in den Tests vorher gelesen habe, ist ganz hervorragend bei Steigung. Dieses Fahrrad bringt euch hoch wie ein Luxus-SUV. Ihr schaltet runter, egal wie hoch die Steigung ist, ihr kommt wunderbar und ohne Anstrengung diese Steigung hoch. Es ist vom Fahrgefühl eher ein Cruiser als ein Renner, also man möchte damit Kilometer abfahren. Das ist also einfach Wahnsinn. Man fliegt durch die Landschaft und es macht einen irren Spaß. Also ich habe viele, auch teure Fahrräder vorher gehabt, aber so viel Spaß mit einem Fahrrad habe ich noch nie vorher gehabt. So, das erste Bild hier, das ist also von unterwegs. Da bin ich am Brotener Steilufer mit dem Fahrrad. Hier bin ich dann schon morgens in Travemünde auf der Promenade, im Hintergrund die Ostsee. Hier kann man schön sehen, das, was ich liebe, diesen Kontrast in Weiß. Es ist also keine rein weiße Lackierung, es ist eine matte Airbrush-Lackierung mit einer feinen Ziselierung in Grauschattierung. Ja, sieht man hier so ein bisschen. Ja, geht nach hinten durch, ist also sehr, sehr interessant gemacht. Hier übrigens dann der montierte ISM, den hatte ich noch vom vorherigen Fahrrad. Mit dem komme ich am besten klar. Sattel sind ja immer eine sehr subjektive Angelegenheit, jeder hat da seine Präferenzen. Ich komme mit diesem hervorragend klar. So, hier sind wir dann in Travemünde, das ist so kurz vor der Fähre zum Prival rüber. Und das war das Ende meiner Hintour auf dem Prival im Naturschutzgebiet. Ja, hinten habe ich mein Fahrrad dann auf dem Strand geparkt, mein Möwe-Bike. Ich möchte auch sagen, das hier ist meine private Meinung. Ich habe also von der Firma Möwe wieder einen Discount bekommen, noch irgendwelche anderen Dinge. Ich habe dieses Fahrrad über Jobrad geleast, über die Firma, ganz normal, also wie gesagt. Ja. Das war es in der Tour, 27 Kilometer. Die Vernunft hat irgendwann gesagt, hey, du musst auch nochmal zurückfahren heute und das möglichst vor Einbruch der Dämmerung. Ja, ich habe dann eine Stunde der Pause gemacht. Ihr kennt das vielleicht nach lang Nicht-Fahrradfahren. Der Hintern tut einem weh und die Beine sind auch etwas müde. Aber okay, ich habe es mit vielen Pausen dann auch prima die 27 Kilometer wieder zurückgeschafft. Ja, das ist hier wieder auf dem Rückweg, das ist oben an der Steilküste zwischen Travemünde und Broten. Hier bin ich dann schon auf dem Rückweg in Timmendorf. Dann habe ich das vor das bekannte Haus in Timmendorf gestellt, mal zum Fotografieren, eine schöne Kulisse. Und ja, hier das letzte Foto, auch wieder Timmendorf mit Blick auf die Seebrücke und diesem japanischen Pavillon oben drauf. Ja, das war meine erste Fahrradtour, meine Eindrücke über das Möwe Bike, das Franklin. Wie gesagt, ich liebe dieses Fahrrad, es macht mir einen Wahnsinn Spaß
Und ja, wenn ihr Interesse habt, schaut euch die Sache mal an, wenn ihr überlegt, ein Fahrrad zu kaufen. Das ist eine wirklich hervorragende Option. Ich wünsche euch gute Fahrt und alles Gute von mir.